Der Wald. Sehnsuchtsort der Deutschen. Und den kennt keiner so wie Peter Wohleben. Sein Buch Das geheime Leben der Bäume ist ein weltweiter Bestseller und verkaufte sich allein in Deutschland fast 1 Million Mal. Seine zentralen Themen? Naturschutz und nachhaltige Waldwirtschaft. Forstwirtschaft hat auch was mit Tradition zu tun. Und das hat man halt immer schon anders gemacht, immer schon in Plantagen und mit vielen Nadelbäumen. Und es dauert halt sehr, sehr lange, so ein bisschen im Baumtempo, dass sich das ändert in Deutschland. Dass es gelingen kann, wird er heute seinen beiden prominenten Gästen zeigen. Bei einer 2-tägigen Wanderung inklusive Übernachtung unterm Sternenhimmel. Mit dabei Barbara Wusso, Theater- und Fernsehschauspielerin und immer offen für neue Erfahrungen. Wenn man drauf rumkaut, das zieht einem alles zusammen. Ne? So. Ein bisschen sauer ist jetzt auch. Nein. Und TV-Wetterfrosch Sven Plöger, Diplom-Meteorologe, Segel- und Gleitschirmflieger. Meteorologie und Wald berühren sich da Hand also in Hand. Ist das schön, und ich darf das miterleben. Für diese Elsbeere könnten die hier 25.000 Euro. 25.000? Ja komm, hol die Axt raus. Im extrem heißen Sommer 2018 ist der Klimawandel ein Thema, an dem keiner mehr vorbeikommt. Die Bedeutung des Waldes für das Klima wird dabei oft unterschätzt. Der Wald ist für unser Wetter ganz entscheidend. Ich persönlich würde schätzen, wenn Deutschland komplett bewaldet gewesen wäre in diesem Sommer, dann hätten wir fast nirgendwo die 30 Grad überschritten. Und daran sieht man das ganz deutlich. Wir haben in Deutschland einen Großteil der Wälder beseitigt. Die Sonne brennt auf den Boden herunter, kann das alles sehr stark aufheizen. Und wir sagen, hey, das ist der Klimawandel. Ich würde sagen, ja, das ist der Klimawandel in einer starken Kombination mit dem, was wir mit der Landschaft gemacht haben. Heute sind ca. 32% der Fläche Deutschlands bewaldet. Knapp 50% sind landwirtschaftliche Nutzfläche. Der Rest ist bebaut. Dieser Wald hier, der sieht so aus, wie Deutschland früher mal insgesamt ausgesehen hat. Nämlich ein schöner alter Buchenwald, wo große, kleine Bäume zusammenstehen, also die Familien zusammenbleiben können, gemischt mit ein paar anderen Baumarten und trotzdem wird er bewirtschaftet. Das heißt, wenn man Forstwirtschaft so ausübt, dann ist Naturschutz und Wirtschaft ideal kombiniert. Und so würde ich mir das für ganz Deutschland wünschen. Seine Begeisterung will Peter Wohleben in den nächsten Tagen auch seinen prominenten Gästen nahebringen. Ich glaube, Barbara Wusso ist ein fröhlicher Mensch. Ich kenne sie natürlich nur vom Fernsehen, also Schwarzwaldklinik, Traumschiff. Und Sven Plöger ist für mich der Wettermann. Und ich bin mal gespannt auf die Diskussion, weil er ist ja der Klimaexperte. Ich kann zum Wald was beitragen. Momentan, Stichwort Klimawandel, ist ja beides sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich drauf, wie man das kombinieren kann. Nur noch wenige Meter trennen Peter Wohleben von seinen beiden Gästen, die sich bereits dem Abenteuer Uniwald nähern. Noch sind sie völlig ahnungslos und Barbara Wusso ist außerdem noch gehandicapt. Für sie werden es zwei ganz besonders herausfordernde Tage werden. Ja, weißt du, wie groß der Wald eigentlich ist? Keiner. Na, groß. Groß. Ja, ich hoffe, ich schaffe das mit meiner Zehe. Du hast die Na, es ist Zehe ja so blöd, vor einer Woche. Bin ich narrisch, wie ich bin, narrischer Widder, renne immer so schnell. Ach, du bist Widder? Ich bin Widder. Du auch? Nein, ich bin Stier. Ist gut. Widder und Stiere verstehen sich fantastisch, gell? Ist schon super, super, super. Na, das ist ja schon, ja, alles was, ist gerettet. Was hast du gemacht jetzt? Du, ich bin in ein Geschäft hinein, da war eine Kleiderstange etwas im Weg und ich bin hinein. Kleine Zehe abgebrochen. Stand weg. Habe ich wieder zurückgedrückt. Das zu durchwandernde Gebiet gehört zum Landkreis Haßberge. Nicht weit entfernt von Würzburg. In dem Universitätsforst werden unter anderem Hirschkäfer, Fledermäuse und Uhus erhalten und erforscht. Das Ziel der Wanderung ist ein Naturdenkmal. Guck mal, da ist kann das? Da das sein? Ja, da groß genug ist er. Hallo, grüß Gott. Hallo. Hey. Hallo, ich bin der Peter. Hallo. Ich bin die Barbara. Hallo. Hallo.
Freut mich. Ich muss nach oben schauen. Ja, das ist mal was anderes. Das kenne ich gar nicht. Das ist die Verpflegung im Wald dann. Ich weiß ja nicht, was es alles für Maden, Pilze oder Schwammern zu essen. Also ich würde sagen, das schmeckt auf jeden Fall besser. Ich bin ein bisschen gehandicapt. Ja, ich habe das schon gehört, deine kleine Zehe ist Ich habe die kleine Zehe gebrochen, werde etwas hatschen, aber nicht so sehr. Ich finde ganz toll, dass es trotzdem kommt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sie notfalls trage. Ja, ja. Hab ich gedacht, ja. Haben wir das Problem schon gelöst. Perfekt verteilt. Also ich würde zur Not das tragen. Solange ich es essen kann, ist das alles Wahnsinn, Wahnsinn. Ich denke mir, eine Wienerin bringt was Süßes mit, so gehört sich doch. Ich habe übrigens, keine Mozartkugel mitgebracht. Ich habe einfach für heute Nachmittag dann eine Gewitterfront gebracht. Die können wir uns dann gemeinsam anschauen. Das ist noch meine Sonne. Das ist noch meine Sonne, dann kommt Herr Professor mit der Gewitterfront. Dann kommt der. Gut. Lecker, also vielen Dank. Toller Start. Das war doch ein süßer Einstieg. So kann es weitergehen. Ja. Jetzt kommt es darauf an, die Rucksäcke geschickt zu packen. Vor allem für Barbara darf es nicht zu schwer werden. Die Nachtruhe soll aber trotzdem bequem sein. Ja, ich habe ja auch ein Kissen mitgenommen, man weiß ja nie. Sweet Dream, meine Tochter. Das hier wäre auch eine Frage. Das nehme ich dann rein, das ist super. Ja. Aber ich hatte ja noch vor, einen Whisky mitzunehmen. Hat das du auch? Ja, du auch? Ich habe immer einen Flachmann mit auf Reisen, immer. Aber? Weil gegen Zahnschmerzen, ich wollte hier nicht negativ auffallen. Ja. Alles, was die drei jetzt einpacken, macht zwar vor allem den Abend angenehmer, das Tragen aber anstrengender. Ja, der geht ja mit mir spazieren. Ich bin aufgeregt. Meine Kinder haben mir gesagt, Mami, bitte überlebe den Wald, komm gesund zurück, bitte tu dir nicht was, weil ich manchmal ja mir was tue. Und hiermit habe ich auch, komme ich mit einer gebrochenen Zehe hier an. Aber ich ließ nicht einmal die Zehe, lasse ich aus, weil ich muss in den Wald mit Peter Wohlleben und Sven Plöger. Es geht gar nicht anders. Also Wald war für mich bisher grün. Ich habe immer da auch einen Schutz gefunden. Ich finde es schon toll, so ein Dach über mir zu haben, quasi aus Blättern. Ich habe auch so über die Jahre gelernt, Gras und Birken gut zu erkennen. Aber ich bin tatsächlich, ich würde fast sagen, so ein bisschen minder bemittelt in der Kenntnis dessen, was ich da sehe. Gut. Und meine Herren, wir gehen nicht im Stechschritt, ja? Nein. Der Wald, den die Schicksalsgemeinschaft Wohlleben in den nächsten 2 Tagen durchqueren wird, ist ein Mischwald. Auf gut 2 Drittel der Fläche wachsen unterschiedliche Laubbäume. Deren schützendes Blätterdach werden die drei brauchen. Oh, die jetzt geht's rein? Aha. Ja, jetzt geht's. Moment, geht's ja noch. Tiefsten Wald. Ein bisschen Regen. Nur ein bisschen Regen, nicht wirklich viel. Die Bäume brauchen's. Tröpfelt immer so ganz leicht rein, ne? Ja. Die Luft riecht aber gut. Ja. Es duftet, ist fein. Guck mal, das ist jetzt so ein Wald, so ein schöner Laubwald. So in der Art hat mal ganz Deutschland ausgesehen. Ja. Ganz viele Buchen, ein paar Eichen. Ist das jetzt hier eine Buche oder eine Eiche? Das ist eine Buche, ja. Genau, und das sind so meine Schwächen, die ich jetzt hoffe, mit dir hier ausgleichen zu können. Ja, doch. Mir ist alles grün halt. Warum ist eigentlich, das ist ja unheimlich hier schon, ist das jetzt die Trockenheit begründet, ne? Dass hier so viel Laub hat. Schau mal, wie trocken das ist. Ja, das, ne? Guck mal hier, das ist wie Staub. Ja. Wenn das jetzt so trocken ist, ich meine, die Bäume sind ja alle verdurstet. Wie tief sind ihre Wurzeln? Also die gehen schon so ein, maximal 2 Meter tief. Ja, aber das ist ja gar nichts. Naja, also für einen Baum reicht's. Also normalerweise spielt die Musik eigentlich in den oberen 80 Zentimeter. Dieses Jahr werden die erfahren haben, dass das eben nicht reicht. Und sagt sich so ein Baum dann als Lösung, wenn er so dasteht, huch, wo ist das Wasser, geht er wirklich runter? Also geht er runter und deswegen, was man nicht machen soll, im Garten oder auch in der Stadt, gießen viele Leute die Bäume so ein bisschen und damit verwöhnt man die. Dann sagen die, ach ja, ich kann ja oben bleiben mit meinen Wurzeln. Ne? Aha, und wenn dann aber nicht gegossen wird, oben trocknet es ja am schnellsten aus, die Bäume erwischt es als erstes. 500 Milliliter Niederschlag pro Quadratmeter braucht ein gesunder Mischwald im Jahr zum Überleben. Bisher waren es in dieser Region gerade einmal 5 Liter mehr. Es wird also in diesem Sommer knapp für den Wald. Ich muss sagen, wenn ich zu schnell gehe. Ich ja, ich muss nur aufpassen, dass ich irgendwelche Wurzeldrähte. Oh, was ist denn das Schönes? Oh. Das ist ein Raubvogel. Ich würde mal auf Bussard gehen. Bussard? Schau, das ist doch eine schöne Erinnerung. Tun wir den. Dürfen wir jetzt einen Chochi sagen? Ja, unbedingt. Nein, ich gebe das in mein Tagebuch. Ich schreibe nämlich Tagebuch. Ja. Seit 1972. Und schreibst du Tagebuch? Jeden Tag. Toll. Das kommt jetzt rein. Ist das nicht schön? Mhm. Aber es ist angenehm, der Boden, trotz meiner Zehe, angenehm zu begehen. Ja, es federt so schön, ne? Ja. Übrigens,
wenn man mal hier schaut, hier stehen wir auf einer sogenannten Rückegasse. Das heißt, hier eine wird was? Das Rückegasse. Das Rücke. Hat nichts mit dem Rücken zu tun, sondern also Holz rausziehen aus dem Wald bezeichnet man als Rücken. Und wenn man das schonend macht, ja, dann sieht man hinterher gar nicht, dass hier gearbeitet worden ist. Also das wäre jetzt eine schonende das hier, Art also gewesen, hier, ist, ne? Hier ist das wirklich schonend behandelt worden. Und wenn man mal schaut, das sieht jetzt hier nicht aus, als ob hier Holz rausgekommen ist, oder? Also wie sieht ein nicht ökologisch genutzter, forstwirtschaftlich genutzter Wald aus, wenn das einer ist? Wenn man mal ganz böse ist, so ein konservativ bewirtschafteter Forst ist wie eine Massentierhaltung für Bäume. Da werden Bäume gepflanzt, ja? Die werden dann durchforstet, also ausgedünnt und irgendwann kommt der Kahlschlag, dann werden sie abgeräumt. Mhm. Und das Ganze zunehmend geerntet mit Schwerstgerät, Harvestern, also diese, ne, diese Vollerntemaschinen, die alle 20 Meter durch den Wald rollen, alles das kaputt fahren. Wahnsinn, ne? Ja, hab ich noch nie gesehen. Tiefen, aber du hast immer dann diese tiefen Reifenspuren. Diese Reifen. Irgendwie das ist gar nicht das Schlimme, sondern die Vibration der Motoren, das ist, bewirkt so einen Rüttelwalzeneffekt. Und dann ist bis in 2 Meter Tiefe setzt sich der Boden und der speichert dann zum Beispiel 95% weniger Wasser. Und da sind wir beim Thema Trockenheit, wo man sagt, hey, also wenn es so trocken ist, lass doch die Maschinen aus dem Wald. Ja. Also das grundsätzlich. Ist aber echt interessant. Das habe ich nicht gewusst. Und das bleibt bis zur nächsten Eiszeit. Maximaler Naturschutz wird oft mit zu wenig Ertrag gleichgesetzt. Aber im Uniwald Seilershausen rechnet sich diese Art der Forstwirtschaft. 100.000 Euro werden hier pro Jahr als Überschuss erwirtschaftet. Also wenn ich jetzt einen Film drehen würde, müsste es hier irgendwie die Elben, die Elfen und ein weißes Einhorn daherkommen. Es ist so schön. Also wir können das so Einhorn, Herr der Ringe, ne? So können, ja, genau. Wir können das Einhorn auch spielen. Also wenn du das mal möchtest, kommen wir mal als Einhorn hier so rein. Verkleidet hinter einem Baum hervor. Genau. Einhörner werden die drei wohl nicht treffen, dafür aber andere außergewöhnliche Waldbewohner. Ja, ist die Frage, regnet das hier von den Bäumen oder aus den Nein, Wolken? Nein, es regnet schon wieder etwas Es ist stärker. Immer noch ein... Ja, ich glaube, aus den Wolken. Aber wir sind ja geschützt hier im ein Wald. Ein leichter Frontregen. Frontregen. Frontregen hört sich immer so militärisch an. Ja, es klingt auch albern. Schau mal, der Baum hat einen Typ vorhin. Ach ja, stimmt. Und der auch. Ja, das hat uns was zu sagen. Ausgewählt. Das Grünzeug, das hat was zu erzählen. Hier. Das ist süß. Was ist denn das? Das sind ja kleine Schirmchen. Das ist, ja, das sieht so ein bisschen wie Schirmchen aus, weil die Blätter jetzt im Moment nach unten geklappt sind. Das ist immer grün. Und das ist nichts von hier, das ist was Zugereistes. Und zwar wahrscheinlich, also hier vorne sieht man ja so ein bisschen die Wiese durchschimmern. Hier war mal ein altes Dörfchen, was aber schon wieder vergangen ist. Und das hier haben vielleicht die rückkehrenden Kreuzritter mitgebracht. Ehrlich? Nein. Das finde ich süß. Oh. Das ist ja verrückt. Und das hat sich hier ja wohlgefühlt. Vielleicht seiner Liebsten einen Blumengruß mitgebracht. Ne? Ah, das muss ich mitnehmen, weil ich kenne jemanden, der Kreuzritter liebt. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme eines mit. Nimmst du eins nach mit? Wien. Darf ich eines mitnehmen, Herr Förster? Also ich würde sagen, ja. Danke. Und in 3000 Jahren wird man in Wien sich die Frage stellen, wie hat sich das hier angesiedelt? Das kam... Eine rückkehrende Kreuzfahrerin. So ist es. Brachte es vom Uniwald genau. In Deutschland nach Österreich. Wo ist das Dorf? Zumindest Wo ist die war Wiese ein noch Dorf? Da. Wo war ein Achtung, Dorf? Achtung, pass auf, das sind viele Wurzeln für mich. Ja, geht's? Prego. Oh. So, also von dem Dorf ist Tara nur noch die Wiese da. Ja, ich wollte sagen, viele Häuser sieht man nicht mehr. Nee. Komm, wir gehen wieder in den Wald. Haben wir ein paar Schirme da über Da ist mehr Schutz auch. Wobei so ein leichter Landregen, heißt das so? Das ist tatsächlich ein leichter Landregen. Also wir haben jetzt wirklich sehr kleine Tropfen, schwaches vor sich hinregnen. Ja. Und wenn das jetzt stundenlang dauert, freut sich natürlich der Boden, weil das alles langsam einsinken kann. Leichte Schauer befeuchten oft nur den Waldboden und sind bei hohen Temperaturen schnell verdunstet. Wie in diesem Sommer. Ja, hier tröpfelt es noch leicht vor sich hin. Ja, aber ganz wenig. Es ist sehr trocken. Ja, aber hier braucht es auch, ne? Glaube ich. Hier ist ja noch sehr trocken. Nur vom Boden her. Boah, schau dir mal den Boden an. Guck mal hier. Alles rissig, ne? Na, Wahnsinn, schau dir an, das ist ja wie Wüste komplett. Das ist aber neu. Ein Phänomen. Also das oder? Haben wir so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Boden, Waldboden so aufreißt. Ja. Also da kann man sagen, was man will, das ja ist der Klimawandel. Oder? Ne? Ja, Klimawandel. Also definitiv, das Klima ändert sich, also das ist ja gar keine Frage. Also wenn man die Statistiken anguckt, siehst du ja diesen unheimlichen Anstieg der Temperaturen jetzt auch. Und dieses 2018er Jahr beweist ja eigentlich durch dieses Stehenbleiben der Hochs und Tiefs wirklich diese Wetteränderung. Das ist ja das, was die Klimamodelle seit 20, 30 Jahren sagen. Das trifft jetzt in der Meteorologie wirklich ein. Das ist nicht nur Zufall.
Aber für den Wald, ist das für den Wald eigentlich so? Ich meine, hier sieht man es. Ja, aber ist doch furchtbar, der schneit ja der Waldboden auf. Also natürlich, sagen wir mal so, ein gesunder Wald kann sich um mehrere Grad gegenüber einem bewirtschafteten runterkühlen. Selber? Selber runterkühlen. Die Bäume schwitzen gemeinsam. Also so eine ausgewachsene, dicke Buche, die verdunstet an einem Tag bis zu 500 Liter Wasser. Ja. Die machen es richtig kühl. Und das führt paradoxerweise dazu, die saufen ja dann relativ viel, aber dass trotzdem insgesamt der Wasserhaushalt stabil bleibt im Wald. Ja, aber wo saufen sie es her? Wenn die aus dem Boden. Du hast in dem Wurzelbereich einer ausgewachsenen Buche, also das Erdreich, wenn das nicht zerstört ist durch schwere Maschinenbefahrung, dann speichert das bis zu 25 Kubikmeter Wasser. Okay. Das reicht für 50 heiße Sommertage. Mhm. So viel hat man dieses Jahr, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, wir sind so im Grenzbereich. Ah, okay. Also je nach Region sind wir im Grenzbereich. Aber dann müsste das noch reichen, ne? Für einen gesunden Wald. Das reicht, ja. Und das heißt, ein gesunder Wald, den man in Ruhe lässt, der reitet das auf der linken Pobacke ab, noch, muss man sagen. Ja, wenn das jetzt jedes Jahr so wäre, dann sieht die Sache anders aus. Aber je naturferner der Wald ist, desto stärker kriegt er jetzt eins auf die Mütze. Ja. Und ich persönlich glaube, also wenn Deutschland komplett, nun mal, ist ja rein hypothetisch, Deutschland wäre komplett von Buchenurwäldern bedeckt gewesen in diesem heißen Sommer. Ich persönlich glaube nicht, dass wir irgendwo die 30 Grad gemessen hätten. Das kann ich mir gut vorstellen. Das siehst du übrigens, das ist interessant, wenn es mit der Sonneneinstrahlung manchmal Ende April, wenn der Wald noch nicht belaubt ist, dann gehen manchmal die Temperaturen riesig schlagartig hoch. Und wenn man die gleiche Energie dann reinstrahlt im Mai oder sowas, hat man oft 2-3 Grad weniger. Bei 7, das wusste ich auch noch nicht. Wenn die Apriltemperaturen schnell mal auf 30, weil dann einfach das noch durchgeht. Weil das Laub ist noch nicht so da. Genau. Und, so. Und das ist auch diese Verdunstungskälte. Ist da habe ich auch was dazu gelernt. Also das Meteorologie so, und Wald berühren sich da. Hand also in Hand. Ist das schön. Und ich darf das miterleben. Also Fazit, wir brauchen mehr Wald. Ja. Wir brauchen mehr Wald, dann haben wir auch mehr Wolken. Aus, ne? Und das ist ehrlich. In Deutschland sind aber nur 1,9% der Wälder geschützt. Deshalb ist dieser nachhaltig bewirtschaftete Wald für Peter Wohleben der Wald der Zukunft. Gleichzeitig ist er als Uniwald ein Ort der Forschung. Guck mal hier übrigens. Oh, was ist das? Das sind jetzt hier Einrichtungen von der Universität Würzburg. Das sind Insektenfallen. Also Bodenfallen, da kriechen dann die Bodenlebewesen rein. Das sind so Trichterfallen, das heißt, sie fliegen hier gegen und fallen dann da rein. Aha. Und das ist so eine Flüssigkeit. Was macht die? Konserviert. Ja. Tötet und konserviert. So, du bist gewupselt dann. Also ich vermute mal, es geht darum, dass man weiß, welche Arten unterwegs sind. Und dann weiß man, ach Mensch. Da ist er. Die ist doch eigentlich ausgestorben. Mhm. Oder vielleicht jetzt endgültig. Ja, aber da machen wir keine Sorgen. Da sind schon sehr viele noch drin. Ja, ja. Das denke ich auch. Ab jetzt verändert sich der Wald langsam. Es gibt zunehmend Nadelbäume und der Wald wird durch einen breiten Weg zerschnitten. Auch der Waldsound verändert sich. Ja, hört ihr auch ein liebliches Rauschen. Ist aber kein Flugzeug, oder? So ganz leicht. Was ist das? Wie so ein leichter Wind, der aufkommt, gell? Ja, ist ja kein Flugzeug. Nein. Was anderes. Segelflugzeuge, die klingen schon zuweilen. Also. Ja? Stimmt. Ja, die pfeifen auch so durch die Luft. Ja, genau. Das kommt der Sache schon relativ nah. Es hat was mit ich sehe was. Ja, Flügeln zu tun. Ja, siehst du? Nein. Guck mal da. Siehst du, wie es dreht? Oh Gott, das Wind. Wir gehen mal ein Stückchen weiter vor. Na, so nah war ich diesen Dingern aber noch nie. Ja, das ist ein Wind, das ist ein Windrad, ja. Und nicht nur eins. 10 Windräder stehen im Uniwald. Jedes ist 140 Meter hoch. 6,5 Hektar Wald wurden dafür gerodet. Sie können den Strom für ca. 30.000 bis 40.000 Haushalte produzieren. Aber hört mal, wie laut die sind. Es bringt natürlich viel Energie, das ist schon richtig. Ja, und das ist halt die Grundsatzfrage. Also ich würde noch stärker auf Energieeinsparen setzen. Und Windkraftanlagen, ist es für mich halt eine Industrieanlage. Eine, ohne die wir sicher nicht auskommen, wenn wir den Umstieg haben wollen, meiner Meinung nach. Ich würde so generell halt nur lieber in Industriegebieten sehen. Ne? Aber jetzt müsstest du andererseits ja sagen, ja, wenn ich jetzt kein Windrad irgendwo hinstelle, dann muss ich die Energie anderweitig produzieren. Nee, muss das glaube ich, ist ein kann ein Trugschluss sein. Ein Punkt, weil, sagen wir mal, wir haben vor 20, 30 Jahren, da haben wir
versucht zu sparen. Aber mittlerweile ist es mehr en vogue zu sagen, wir ersetzen Öl, Atomkraft, Kohle durch erneuerbare Energien, als zu sagen, wir müssen auf die Bremse treten. Ja. Das als und überhaupt sparen. Ja. Aber letztendlich ist es gleichzeitig ein Mahnmal dafür, dass man sagt, ja, also wenn man Energie verbrät, muss sie irgendwo herkommen. Und wenn sie eben aus Kohlekraftwerken kommt, ne, Stichwort Klimawandel, auch nicht gut. Ne? Da haben wir immer dieses Sichtproblem. Ne? Also wenn ich jetzt ein Kohlekraftwerk habe und da geht was nicht Sichtbares, Kohlendioxid, eigentlich ein gutes Gas. Ne? Der Wald lebt vom Kohlendioxid also da, und davon leben wir wieder Sauerstoff. Aber zu viel macht die Temperaturen höher. Und, aber wir sehen es nicht. Wir sehen das CO2. Ja, genau. Stell dir mal vor, das CO2, was wir emittieren, wäre schwarzer Qualm. Wir würden nie die Sonne sehen oder es würde stinken. Wir würden keine Kohlekraftwerke haben. Wir würden sofort damit aufhören. Aber wenn du, ich habe mal mit dem Taschenrechner nachgerechnet, wenn du alle Dachflächen Deutschlands, das sind ungefähr 2%, mit Solarzellen ausstatten würdest, dann wäre selbst im historische Gebäude nicht, ja, die Sache gesichert. Ah, das ist nicht toll. Deswegen Sonnenenergie. Und deswegen Sonnenenergie lohnt sich total. Ja. Und wenn man das ergänzt durch Windräder, wie gesagt, mein Favorit wäre entlang von Autobahnen, da ist die Landschaft eben einer. Aber gut, das ist letztendlich, Kerndiskussion muss natürlich sein, dass man runterkommt vom CO2-Ausstoß. So viel Wissen macht hungrig. Langsam geht es weiter Richtung Nachtlager. Du siehst so aus, als ob du nicht mehr durchhältst. Aber dir, ich würde sagen, du hältst dich Hunger am Arm. Ne? Aber du hast tierisch Kohldampf. Also ich kann stets Nahrung aufnehmen. Man das ist gut. Man sieht es nicht, weil, ja, bestimmt. Ich gucke mir dieses Holz hier so an. Wir sind ja am Ökobetrieb, hier ist nicht gespritzt. Ja. Also werden wir hier Insekten finden. Guck mal, da siehst du, hat der Specht schon überall reingeballert. Und hier siehst du überall diese Gänge. Ne? Ja. Hier, du siehst die Löcher überall. Also ja. da sind Viecher drin. Okay. Wir schauen mal, wir pokeln mal hier so ein bisschen einfach so dran gehen, ja. Hier. Nein. Das ist ja lecker. Na bitte nicht. Na bitte nicht. So. Nein. Darf ich dir das erste, so die erste sozusagen Waldauster überreichen? Nein, nicht wirklich. Und das würde man jetzt essen? Nee, also ich würde jetzt nicht um Konjunktiv reden. Ach, das soll ich jetzt essen? Also das ist eine Bockkäferlarve. Bockkäfer? Bockkäfer. Also da wird so ein... Die lebt. Ja, die lebt noch. Schon, ja, die bewegt sich. Die lebt noch. Das heißt, sie ist frisch. Sozusagen, ja, das ist eine Waldauster. Also, guten Appetit. Aber guck mal, ihren Blick. Ich kann das jetzt nicht essen. Guck mal, wie... Doch, sag wie, ja. Muss man das kauen oder ganz? Also, wenn du nicht kaust, kann es sein, dass die Larve zurückbeißt. Aber also, wenn es sich gerade im Zäpfchen ist, alles andere ist kein Problem. Also, wollen wir das jetzt mal testen? Genau. Nein, bitte. Und schön kauen, sonst hast du den Geschmack ja nicht. Nur bitte. Nur bitte. Nur bitte. Das und? Ist ganz... Ist gut. Ja. So also, es ist lustig, jetzt vielleicht für das Lebewesen ist es natürlich schlecht. Bitte. Ich habe es jetzt wirklich gegessen. Hast mich noch lieb? Ja, bitte. Ja. Schneller Tod für Sie. Komm, spülen wir. Ja, die ist ja schon tot. Runter. Der ist ja schon unten. Ist schon unten. Ja, ist längst unten. Aber so, die versucht jetzt gerade wieder die Speiseröhre zurückzukriechen. Genau. Na bitte. Aber sagen wir mal, Lu, es ist wirklich fein. Also man kann das essen. Das ist ein Protein. Das? Relativ neutral. Es ist so leicht wie geröstete Bucheckern. Okay. Also, wirklich, also... Ich suche uns mal was anderes, komm. So, was essen wir denn jetzt? Aber ich bin sehr stolz auf dich. Ich also, hätte es nie gemacht. Nicht? Nein, aber also, ich falls bin stolz du mich nicht drauf. Losreißen kannst, ich muss das dazu sagen, ja. Dann suche ich dir noch eine. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt ein neues Nahrungsmittel und ja. Dann schauen wir, das probiert Barbara. Was Besseres. Aber erstmal müssen wir jetzt Betten bauen. Also, Betten bauen? Ah, ja, Betten bauen. Oh, mir hängt doch noch zwischen den Zähnen. Du bist so schön empathisch. Ja. Das finde ich klasse. Man macht so, gleich so. Frisch gestärkt geht es weiter in den Nadelwald hinein. Langsam senkt sich die Dämmerung über die Gruppe. Schaffen sie es noch rechtzeitig, den Baum für den Bettenbau zu fällen? So. Also hier machen wir gleich die Feuerstelle. Oh. Ja? Das ist aber voll da. Also ordentlich das Moos an Seite kratzt, damit es ja keinen Waldbrand gibt. Also wir haben eine Sondergenehmigung und ich finde, das ist echt großzügig ja von dem Forst, um dass sie es überhaupt zulassen, weil das ist trocken wie Zunder. Also ja, man merkt es ja, ne? Also klar. Das bisschen Regen hat nichts gebracht. Auch für das Fällen eines Baumes gilt, nur mit Sondergenehmigung. Barbara Wusso kümmert sich währenddessen um das Abendessen. Im Sitzen, der Zeh braucht Ruhe. Die beiden Männer bereiten professionell das Waldworkout vor. Ist das denn jetzt irgendwie korrekt? Jetzt fällen wir für unser Lager hier diesen wunderbar hier stehenden Baum. Ja. Kann man sowas machen?
Und wenn ich ehrlich bin, mir tut es schon auch um jeden Baum leid. Nur, das ist eine Fichte, die gehört hier gar nicht hin. Okay. Und die wird hier in diesem Betrieb sowieso nach und nach rausgenommen. Alles klar. Dann fühle ich mich auch gleich wieder besser. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ein guter erster Schlag. Oh, das ist aber... Ich glaube, das dauert einen Augenblick, bis wir durch sind. Ne? Aber es sieht schon gut aus. Also, solange Späne fliegen, bist du auf dem richtigen Weg. Waldbewirtschaftung ist ein Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Naturschutz. Wann muss ökonomisch und wann ökologisch gedacht werden? Die Entscheidung liegt meist in der Hand des Försters. Boah, da weiß man aber, was man gemacht wie hat. Man schläft, oder? Du hast schon ganz rote Ohren. Ich fühle mich auch so. Barometer sagt schon, der Kesseldruck steigt. So, jetzt will ich mal vom Profi sehen. Ja, das soll jetzt nicht sein. Boah, jetzt lass die. Ich bin auch kein Profi. Ich muss die Ohren erst mal ein bisschen abkühlen lassen. Oh, das hört sich anders an. Aber man sieht jetzt schon, gerade wenn Peter schlägt, dass eine Kerbe entsteht. Mach keine Witze. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt kommt. Er kommt. Jetzt hat verloren, kommt. Hat verloren. Ja, ja, hat verloren. Ah. Ja, voll. Hey. Perfekt. Ja. Wow. So, zur Belohnung gibt's eine Dusche. Ja, kostenlos. Ah. Ja, und herrlich, gell? Boah, mir ist echt warm. Gerade noch geschafft. Es wird immer dunkler im Wald. Für die Gemüsepfanne à la Wusso muss jetzt ein Feuer her. Und für das haben sie die ausdrückliche Erlaubnis des Försters erhalten. Wie durch ein Wunder gelingt das Feuermachen mit Hanf, Kohleläppchen und Feuerstein trotz Dunkelheit fast auf Anhieb. So, und jetzt lang, ganz einpacken genau, ganz, ja. Und pusten. Ja, oh, dann müssen wir ja reagieren. Ne? Und dann legst du einfach hier hin. So, jawohl. Na, Peter, gratuliere, Sven. Das war irre, gell? Boah. Die Räucherkammer Wohlleben ist eröffnet. Es kann gekocht werden. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal die Kronenäste, bevor es zu dunkel wird. Also man sieht ja eh schon fast nichts mehr. Gut. So, ihr geht jetzt weg und lasst mich mit dem Feuer allein. Ja, aber du rufst, nur hier vorne, wenn du hörst, dass das Feuer sich Wenn ich höre, dass das Feuer sich ausbreitet. Genau. Dann rufst du uns. Dann rufst du und dann kommen wir. Und bis zur Krone, gell? Geht nur bis zur Krone. So, also wir brauchen jetzt alle grünen Äste, die halbwegs im Saft stehen. Siehst du was? Ach ja, ich arbeite so ein bisschen nach Geräusch. Also ich sehe dieses gar nicht. Helle Brechen ist nicht meine Kniescheibe, sondern ein Ast. Also wenn's dumpfer wird. Was mich beruhigt. Aber dann höre ich wahrscheinlich auch einen Schrei. Ne? Ja, ja, genau. Na, wenn das mal gut geht. Ach, Kinders, nee, Mensch. Ah, ein saftiger Zweig, der ist gut. Wenn du schaust, die Rippen alle, ne, also hier die Zweige letztendlich, alle aufeinander stapeln, ja, genau. Die feinen alle nach innen von beiden Seiten und dann hast du hier eine ganz weiche Federung. So eine Wanne, ja. Und das ist der Clou, selbst wenn das Gelände abschüssig ist, das ist wie eine Wanne, das hält dich. Ne? Das hält dich hier total, ne, leg dich mal zur Probe rein. Genau, ich mache jetzt mal eine Probeliegung. Oh, das ist wie... So, ich stelle mal eine Nachttischlampe ans Bett. So. Ja, sehr gut. Ich möchte schließlich noch ein bisschen. Oh, ein bisschen lesen. Das ist ja schweineschön. So, guck mal, leg dich mal richtig hin. So. Und dann liegst du aber besser als auf einer Isomatte, das ist oder? Super. Einzig hätte ich jetzt gerne noch, dass du mir die Krone wegschneidest, damit ich heute Nacht die Sternschnuppen noch mal sehe. Aber du willst ja keine Regentropfen ins Gesicht. Nee, da sorge ich dafür, dass da kein Regen kommt. Ja. Du musst den Blick nur freimachen. Okay. Du bist der Waldmann und ich bin der Wettermann. Also, dann würde ich sagen, wäre es langsam Zeit, einen Wein zu öffnen. Ne? Sehr gut, ja. Nach diesem körperlichen Einsatz und dank der Kochkunst von Barbara Wusso kann endlich der gemütliche Teil des Abends beginnen. Ach, ist das schön. Bitte, wenn ich jetzt auf diesen Waldboden schaue, ich sehe noch nicht viele Tiere, aber die kommen noch, gell? Nee, also größere kommen da nicht. Ne? Aber ich meine ja kleinere. Da, schau mal.
Sagen wir so, du bist ja selber voller Tiere. Ja, ich weiß. Ja, danke schön. Entschuldigung, das ist so. Meine Tiere wollen sich ungern mischen mit den Tieren des Waldes. Das war aber charmant jetzt. So, Peter. Okay, dann schön. Auf die Tiere, ne? Auf die Tiere, die Kleinen. Und danke, Peter, für die Einladung in den Wald, ja. In dein Revier. Danke, dass ihr euch getraut habt, zuzusagen. Ja, wir sind hochzufrieden, sage ich mal, für Barbara mit. Um die kleinen Tiere. Bis auf die kleinen Tiere bin ich auch gut. Ah, die kleinen Tiere sind alle ganz lieb. Erinnern aber auch an die bevorstehende Waldübernachtung. Und die stößt lange nicht bei allen auf grenzenlose Begeisterung. Das ist wirklich so. Irgendwie, also finde ich, der Hunger lässt draußen nach, anstatt dass er zunimmt, oder? Gott sei Dank kann man schlank werden im Wald. Machst du das jetzt öfter? Bist du öfter mal so im Wald unterwegs und sagst, ich will mal draußen bleiben, so rein für dich, oder? Also im Urlaub machen wir das, ne? Also dann aber woanders. Weil das ist so ähnlich, als wenn du sagst, du schläfst an deinem Arbeitsplatz, ne? Oder du schläfst, also mal vielleicht auf dem Traumschiff, na, selbst da geht's nicht. Dann gehst du deinen nächsten Tag durch und alles, ne? Also da, also genau, das ist vielleicht der Vergleich. Du kannst auf dem Traumschiff nicht sagen, ich schieb da noch 2 Tage Urlaub dazwischen. Das ist Quatsch, ne? Und also ich muss wegfahren, ne, weil sonst gucke ich auf Arbeit. Ja. Und da schlafen wir dann auch draußen, ja, gerne. Ich finde das toll. Weil ich finde das genial, dieses draußen schlafen und das ist meine Premiere. Toll. Ich habe das noch nie gemacht. Und bin wirklich ganz. Ich weiß auch noch nicht, ob ich schlafen werde. Ja. Vielleicht beobachte ich hier nur die. Wir werden es dir. Wir werden ihr werdet es mir berichten. Ja. Wir werden das halbstündig kontrollieren. Also ich brauche ja wirklich Gruft. Zum Schlafen, Dunkelheit, absolute Stille. Ja. Also Europax und Schlafbrille, wenn es ganz schlimm wird. Ach, das ist ja ganz anders. Ja. Es ist spät geworden im Fichtenhain. Und morgen steht der Gruppe noch ein weiterer Wandertag bevor. So, ihr Lieben, sollen wir so langsam in die Haier? Na, zumindest dorthin, wo wir Haier sein könnten. Wo du schlafen könntest. Ich weiß könntest, nicht, ob ich schlafen schläfst. Würde. Ja, schauen wir mal. Also mein Wein ist alle. Ich glaube, jetzt können wir richtig. Das Feuer machen wir gleich aus. Das haben wir dem Forstamtsleiter versprochen. Das finde ich auch gut. Ja. Ne, weil ich hätte da kein gutes Gefühl, wenn hier Wind aufkommt und so weiter. Aber kann man eine Lampe anlassen? Ich meine, ich muss die großen und die kleinen Tiere sehen. Ja. Also, Feuer machen wir schön bleiben aus. Bleiben die an bis in der Früh? Also wenn, ja, also die halten schon ziemlich lange durch. Und du kannst auch 2 mitnehmen. Da hast du noch eine als Reserve. Ich habe euch auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar für jeden eine Kamera für heute Abend. Okay. Und zwar ist das geht relativ einfach, also Monitor ausklappen, Kamera rumdrehen und dann könnt ihr einen kleinen guten Nachtgruß, was auch immer. Dann ziehe ich mich mal zurück. Wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, mein Lieber. Ich hoffe, ich sehe dich morgen wieder. Auf jeden Fall. So, ach, ist das herrlich. Das Abenteuer Waldübernachtung unter freiem Sternenhimmel kann beginnen. Yay! So, jetzt müsste das, glaube ich, funktionieren hier. Ja, ich liege jetzt in meinem gemütlichen Bettchen. Und zwar gemacht aus der Baumkrone unserer Tanne, die wir heute hier umgelegt haben. Wobei die Tanne, glaube ich, eine Fichte gewesen ist. Das muss ich den Peter nachher noch mal fragen. Also, das ist wirklich richtig weich. Es ist warm, es ist gemütlich. Der Regen hat erwartungsgemäß, muss ich einmal sagen, aufgehört. Das ist auch schön. Und ich werde jetzt einfach mal in die Schlummerphase gehen. Aber eins kann ich sagen, das war ein tierisch geiler Tag heute. So, jetzt ist es 2 Uhr nachts. Es beginnt jetzt für mich der aufregendste Teil. Nämlich die Nacht. Der ganze Tag war wunderschön. Ich war ganz glücklich mit Peter und mit Sven hier im Wald, obwohl es geregnet hat und dann wieder nicht. Aber das ist jetzt eine neue Lebenserfahrung. Ich habe noch nie im Boden geschlafen und noch nie in einem Wald geschlafen und werde wahrscheinlich auch nicht sehr viel schlafen. Aber schauen wir mal. Gute Nacht, Wald. Die Sonne ist über dem Uniforst Seilershausen bereits aufgegangen. Und auch in unserem Fichtenlager hat der Tag für frühe Vögel schon längst begonnen. Guten Morgen. Ich habe die Nacht überlebt. Und es war wunderschön. Ich war zwar eigentlich ständig wach und habe auf die Geräusche des Waldes gehört. Auf die Regentropfen.
Und auf die kleinen Tierchen im Wald, die ich da gehört habe. Große Gott sei Dank nicht. Und bin eigentlich seit 5 Uhr schon wach. Und habe gemerkt, wie langsam das Leben hier losgeht. Es war ein überwältigendes Erlebnis. Peter? Lecker filzfertig. Klingt das nicht unheimlich? Und Brötchen sind fertig und Schmuling da drin. Froh, dass sie die Nacht heil überlebt hat, startet Barbara Wusso eine Charmoffensive. Kaffee. Klingt das nicht unheimlich? Und mit einem Kaffee. Ist das süß? Guten Morgen. Noch Bussi, sonst falle ich auf dich drauf. Das wollen wir nicht. Und hier kommt ein bisschen neben dem guten Wald ein bisschen Kaffee. Du bist ja ein Schatz hier im Wald. Ja. Der Morgenkaffee hat allen die Müdigkeit aus den Knochen getrieben. Gut gelaunt starten die drei in den neuen Tag. Boah, habt ihr überhaupt schon Hunger? Ich hab immer Hunger, deswegen ist es wurscht. Ja, du hast ja auch geschlafen wie... Wie ein Murmeltier. Ja. Ich hoffe, es hat nicht zu laut gemurmelt. Nein, ich glaube, es war der Peter, der ein bisschen gemurmelt hat. Der hat geredet? Ja, du hast ein bisschen was. Das Murmel? Aber sehr freudig irgendwas. Freudig, also, ja. Also, gefreut man, über irgendwas, was du da erlebt hast. Ja. Aber du hast nicht verstanden, was er gesagt hat. Nein, weil ich war so aufgeregt. Du. Ich habe also alle anderen Geräusche dieses Wahlkampfs. Ich habe immer gesagt, Barbara, es gibt hier keine Spinnen. Barbara, nein. Es gibt keine Spinnen. Nein, ich lag wirklich wie eine so immer wach, oder? So und habe immer nur geschaut, da tropft's, da raschelt's, ja? Da geht irgendjemand. Irgendjemand kommt. Und es waren ja ununterbrochen Geräusche. Ja, ununterbrochen war ein kleines immer so herum. Wie als würden lauter kleine Tiere, lauter kleine Menschen, lauter kleine Zwerge herumlaufen. Ja, natürlich. Ich habe an alles. Okay. Dann langsam wurde ich ruhiger. Dann habe ich immer wieder eingeatmet, ausgeatmet. Und mir dachte, das Abenteuer, ich werde es überleben. Wollen wir Spiegelei machen? Spiegel einfach, weil Rührei da ist. Das hat sich jetzt erledigt. Der Löffel war kräftiger, als ich dachte. Vor allem das Eigelb, das sieht so, hat so, man kann ja mal raten, was für ein Land ist das. Das ist jetzt nicht die Wiener Küche. Oder du würdest sagen, hier, Tiefdruck, Hochdruck, Tiefdruck, Hochdruck. Hier ist der Sturm tief. Die Wetterkarte von übermorgen. Ich, es stürmt. Also das essen wir auf? Nein, ja, klar. Wir kosten zumindest, oder? Wir aufessen. Ja, natürlich kosten wir. Wenn wir nicht aufessen, gibt es? Regen. Morgen. Schlechtes Wetter. Weißt du eigentlich, soll ich euch dieses Märchen mal aufklären? Ja. Stimmt das gar nicht? Nein, das ist ein Übersetzungsfehler aus dem Plattdeutschen. Was? Und zwar eigentlich heißt es, wenn man auf isst, gibt es morgen wieder etwas Gutes. Das heißt, wenn man aufgegessen hat, muss man das Alte nicht mehr auftischen, sondern kann was Neues, Frisches machen, kochen. Ja. Und das Wort wieder, ich kann kein Plattdeutsch, heißt so irgendwie im Platten wie wede. Und dann hat man das damals übersetzt mit Wetter. Und deswegen kommt dieser Satz zustande, wenn du auf isst, gibt es Gutes. Wetter. Und eigentlich heißt es, gibt es morgen wieder was Gutes. Deswegen haben wir früher unseren Wetter. Teller leer gegessen. Ja. Und es funktioniert gar nicht. Ich habe mich immer gewundert, warum trotzdem kaum Wenn du auf isst, dann gibt es gutes Wetter. Aber gell, so eine Geschichte. Einfach übersetzt. Ist voll drin. In jedem Kopf, in jedem Kind, in jedem Eltern. Jeder kennt Großeltern. Das. Ja, klar. Und es ist kompletter Schwachsinn. So, also ein Gurte. Schmeckt so ein bisschen nach Ei, ne? Es schmeckt aber auch nach Wald und nach gestern. Gestärkt durch das reichhaltige Frühstück sind alle schon wieder voller Tatendrang. Zum Glück hat sich auch der gebrochene Zeh einigermaßen erholt. Der heutige Tag bringt die Gruppe, vorbei an ziemlich alten Steinen und nicht ganz so alten Bäumen, zum Endziel der Wanderung, einem Naturdenkmal. Und jetzt machen wir Engelchen. Ja, wunderbar. Ja, genau. Dann knackt es dreimal, links und rechts in den Bandscheiben und bei dir im Zeh. Die im Zeh. Ihr Weg führt sie an ein fast ausgetrocknetes Bachbett. Genau, guck mal, wenn du magst, wenn du dich hier so ein bisschen... Ja? Ne, also mit deinem Fuß kommst du hier, glaube ich, nicht gut runter. Ja, etwas nicht so gut. Würde ich auch mal überlassen. Und wenn man das hier so als Rückenlehne macht und du magst dich dagegen lehnen vielleicht. Oh. Ja. Ihr lasst mich jetzt allein? Nein, wir sind hier nur hier unten im Bach. Ach so. Wir sind immer in Sichtweite. Ja, bitte. Ruf und Sichtweite, ganz wichtig. Gut, du kannst sofort dich melden. Und da gehen wir mal dahin, ne? Da gehen wir mal wie so ein kleines Reh zum Wasser, was allerdings nicht mehr vorhanden ist. Ja, das ist auch die Trockenheit, ne? Das ist die Trockenheit, die hat aber dafür gesorgt, dass wir jetzt hier rumstiefeln können. Ja, und das ist nämlich Muschelkalk. Ach ja. Oben. Und hier gibt es Versteinerungen. Ne? Also machen wir mal ein bisschen. Echt?
Guck mal hier, der sieht zum Beispiel sehr komisch aus. Ja. Das ist, ich glaube, Ammonit heißt dieses Viech. Ne? Ja, genau. Diese, das ist, ja, die Ammoniten, das ist ein Ausschnitt. Da vorne siehst du diese Buckel, guck mal. Ach was. Das ist so ein Stück aus so einer Riesenschnecke. Ja. Bitte auch sehen. Ja, wir bringen es dir gleich. Baba, wir kommen gleich mit der ganzen Sammlung zu dir hochgelaufen. Gut. Wir suchen mal gerade so ein paar. Wir tragen können. Hast du noch was da? Guck mal hier, da ist auch sowas. Guck mal, nein, hier siehst du. Nein, ist ja toll. Guck mal, der ist schon so halb zerbrochen. Das ist ja verrückt. Ja, bitte auch sehen. Ja, wir kommen. Ja, komm, das langt. Zeig her. Schau mal, also man muss schon hier diese Verdickung drauf, ne? Oh, ja. Und guck mal, jetzt kommt so ein ganz fetter Brummer. Guck mal, den hier. Das ist ein Ausschnitt, so ein Stück von dieser, von diesen, das sind diese Riesen. Ah, dieses große Teil, stimmt, und dann ist praktisch das ein Bruchstück. Ah, das ist ja toll. Tja. Super. Vor etwa 200 Millionen Jahren hob und senkte sich die Erdkruste in dieser Region immer wieder. Es war ein ständiger Wechsel zwischen Meer und Land. Die geologischen Veränderungen und starken Klimaschwankungen führten zu unterschiedlichen Bodenablagerungen. Heutige Zeitzeugen der Vergangenheit. So, jetzt kommen wir an einen ganz besonderen Baum. Sowas gibt es ganz, ganz selten. Okay. Hier. Dieser hier. Das ist eine Elsbeere. Dieses? Ja, das dicke Ding da. Das ist mit einer Vogelbeere verwandt. Und Elsbeere? Das ist circa 200 Jahre alt. Ja, sieht man ganz, ganz selten. Also das gibt es nur in Wäldern, wo die Waldbesitzer ganz besonders drauf achten, wo die Rehe nicht alles wegfressen. Da können die uralt werden. 200 Jahre ist die jetzt schon. Fürs Holz, ich sag mal, für so eine normale Fichte, wie sie auch hier überall rumstehen, kriegt man vielleicht 75 Euro für so einen Stamm. Ja. Für diese Elsbeere könnten die hier 25.000 Euro bekommen. 25.000? Na, für den Stamm da. Ja komm, hol die Axt raus. Nee. Was ich besonders cool finde, die sagen hier, aber der ist doch schön. Den lassen wir stehen. Das ist ja auch richtig. Also die Früchte, mal sehen, manchmal bricht der Wind so ein paar Äste raus. Oh, das ist alles, das sind die Blätter von denen. Die sind jetzt, ja, das sind die Blätter, die sind ganz charakteristisch. Dann ja auch ein bisschen wie Ahorn. Ja, so Ahorn ähnlich. Ja, und die Beeren sind jetzt noch nicht ganz ausgereift. Ne? Das ist noch ein bisschen früh, das ist jetzt frühzeitig runtergebrochen. Das sieht aus wie so kleine holzige Birnchen oder sowas. Habe ich noch nie gesehen. Geschmacklich, mal gucken. Was? Essen kann man die auch? Ja, aber das ist alles noch nicht ganz reif. Wenn man drauf rumkaut, das zieht einem alles zusammen. Ne? So. Ein bisschen sauer ist jetzt auch. Nein. Sieht aus wie Holz, schmeckt wie Holz. Mhm. Naja, ne? Das ist halt Wald. Der Uniforst gilt als Mekka der Elsbeeren. Fast 1500 dieser wertvollen Bäume wachsen hier. Da sie mit sehr wenig Wasser auskommen, könnten sie im Wald der Zukunft zu den Gewinnern des Klimawandels werden. Nur noch wenige Schritte trennen die drei vom Ziel der Wanderung. So, wir nähern uns jetzt unserem Ziel. Ein Ziel? Ja, ist schon zu zwei Ende. Zwei Tage mit Ziel gelaufen ist und man hat es gar nicht gemerkt. Lauter viele Ziele, ja. Aber es ist schön. Eine grandiose Nacht. Darf ich mich jetzt kurz einmal erinnern? Ja, genau. Bitte. Ist hier, danke schön. Einhaken. Da kommt jetzt den letzten Meter auch noch ohne Unfälle überstehen. Ja. Das ist nett, ja. So, guck mal, was da jetzt vor uns auftaucht. Oh, das ist schau, eine schön. Majestät. Eine alte Mutterbuche, circa 300 Jahre alt. Wie hoch meinst du, ist die? Voller Ehrfurcht. Also von der Höhe her würde ich mal schätzen, so vielleicht 35 Meter. 35, ja. Auch schön. Schöne Krone hat sie auch. Eindrucksvolle Krone. Das ist auch ein Naturdenkmal, weil sowas so selten geworden ist. Und ja, guck mal hier, was so wie Schnee aussieht. Was ist alles das Holz? Das war ein Schwarzspecht. Das sind solche Spechte. So hoch. Krähe. Boah. Und die haben ordentlich gewütet im Naturdenkmalbaum, in Deutschlands kleinstem Naturschutzgebiet. Obwohl die alte Buche nach zahlreichen Verletzungen nun langsam vermodert, kann sie auch in den nächsten 200 bis 300 Jahren Insekten und Fledermäusen Lebensraum bieten. Nach zwei Tagen im Wald lassen sich unsere Wanderer erkennbar zufrieden zur letzten gemeinsamen Rast nieder. Zeit für ein Fazit. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich schon ein bisschen gefürchtet vor meiner eigenen Courage, im Wald auf dem Boden liegend zu schlafen eine Nacht. Aber ich muss sagen, es war ein einmaliges Erlebnis. Ich würde es sogar wieder machen. Ich erkannte, dass der Wald grün ist. Ich erkannte, dass da Birken drin stehen können und dass da Wiese ist. Und wenn ich jetzt in einen Wald reingucke, ist es für mich überraschend, dass innerhalb von zwei Tagen sich mein Blick auf dieses ganze Grün um mich herum so gewandelt hat. Also wir haben irre viel gelacht. Barbara, muss man sagen, das war eigentlich die zäheste von uns. Normalerweise kann man mit so einem gebrochenen Zeh gar nicht laufen. Und Sven ist ja ein wandelndes Wetterlexikon. Und es ist irre. Also viele Phänomene kannte ich so nicht. Und wir haben uns wunderbar ergänzt.
weil ich Baumphänomene mit seinen Wetterphänomenen zusammenbringen konnte. Also viel gelernt. Ach, ist das schön. Na, und bitte schau dir diesen schönen Wald an. Und hier, wie das Licht so durchgeht, ne? Ja, es ist ein Traum. Es war ein so schöner Waldspaziergang. Ja. Was? Sven, toll. Danke, Peter. Peter, oh. Wir danken dir. Danke euch beiden. Pass auf, ich muss noch mal, ich muss mich jetzt noch mal bei dem Fuß bedanken. Was? Danke, dass du durchgehalten hast. Es war wirklich, das ja, wirklich immer brav. Es war wirklich irre, was du mitgemacht hast. Ja, ach, also, Mensch, lass uns einfach wieder noch mal ein bisschen den Wald genießen. Komm, ein paar Minuten haben wir noch. Ach, mein Gott. Ach, was die Bäume sich wohl zu uns denken. Guck mal, die rauschen noch mal zum Abschied. Das ist ja auch ein Geplauder.